So, da wir beim Weißkorbaufsetzen noch ein bisschen Übungsbedarf haben, haben wir da jetzt wunderbaren galligen Teigelkäse hineingeklebt. Sie wart schon. Der hat insofern den Vorteil, dass er nicht so schnell herunterzuflecken ist, wie zum Beispiel Leberwurst oder ein Kräuteraufstrich. Ja? Und das heißt, sie hat mehr davon und es wird länger konditioniert. So, jetzt halten wir das da hin. Und sie geht alleine hinein. So, da können wir in Ruhe dann zumachen währenddessen. Und es ist so, dass der Hund zum Werkzeug geht, ja, und nicht umgekehrt. Was heißt das? Der Hund schlürft in den Maulkorb, in das Halsband, in das Geschirr. Nicht wir stülpen dem Hund das Geschirr auf oder den Beißkorb auf oder das Halsband auf. Und wir rennen ihm auch nicht mit der Leine noch, ja. Sondern der Hund geht zum Werkzeug. Ja, lecker schmecker. Und in dem Moment, wo der Käse weg ist, wird der Beißkorb wieder heruntergenommen, wenn es ein normales Maulkorbtraining ist. Ja? Sodass der verknüpft, ui, immer wenn ich den runterkriege, gibt es keinen Käse mehr. Und nach einer Zeit sagt er, okay, super, Beißkorb ist immer positiv. Selbst wenn einmal kein Käse drin ist.